eine ist, dass die Digitalisierung ist eigentlich eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit, um Nachhaltigkeit möglich zu machen, weil das funktioniert nur kollaborativ. Das heißt, ich muss Wissen teilen und dafür brauche ich einfach digitale Tools. Sonst wird der Aufwand, der handwerkliche Aufwand so enorm, dass es nicht funktioniert. Und das Zweite ist meiner Meinung nach, dass man damit natürlich das Potenzial hat, auch Wissen zu monitoren, also Projekte wirklich auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen und das auch dann in den öffentlichen Raum zu bringen. Das heißt, auch Glaubwürdigkeit von moderner Architektur, von nachhaltiger Architektur wird dadurch einfach deutlich erhöht. Ich glaube, ich muss ganz klar mein Netzwerk aufbauen und pflegen. Das ist, glaube ich, Entscheidung eins. Das zweite ist, ich muss einfach auch in Digitalisierung investieren. Und das ist schon auch eine Notwendigkeit. Die ist aber eigentlich so, wie man auch immer seine Setups hat, von Archicad, AutoCAD, von 2D auf 3D, von 3D auf BIM. Und jetzt geht es ja einfach in die nächste Evolutionsstufe, so dass ich dann eben auch Gebäude-Ressourcenpass rausbekommen kann. Das ist eigentlich eine nächste Evolutionsstufe. Ich glaube, das muss man festlegen und man sollte sich, glaube ich, auch überlegen, was interessiert mich. Ne? Also wo kann ich eigentlich gut sein? Erstmal sind sie sehr offen. Wir haben uns auch, unsere Bürolinie ist, dass wir jeden Bauherrn ganz aktiv dazu auch beraten, ihm einfach auch Chancen und Potenziale zeigen. Und deswegen merken wir, dass also eigentlich alle unsere Bauherren, ja, machen Gebäude, die zirkulär und nachhaltig geplant sind.